Einem Großen der deutschen Literatur ist eines der ältesten Gebäude Heiligenstadts gewidmet, im Mainzer Haus. 1436 im fränkischen Fachwerkstil erbaut, ehrt die Stadt ihren Dichter und Novellisten Theodor Storm. Gewohnt hat er nicht in diesem Haus. Doch lenkte er während seiner Heiligenstädter Jahre von 1856 bis 1864 seine Schritte hier entlang, wenn er zwischen seiner Wohnung in der Wilhelmstraße und seinem Arbeitsplatz am Gericht, dem Heiligenstädter Schloss, unterwegs war. Eine Dauerausstellung macht vertraut mit seinem Leben und Werk. Im vollen Veranstaltungskalender stehen Sonderausstellungen, Lesungen, Vorträge und musikalisch-literarische Veranstaltungen. Einem Bürgergarten aus dem 19. Jahrhundert ist der Rosengarten am Museum, wo besonders historische Sorten blühen.